Wenn ihr die nächsten Tage die Sonne seht, könnt ihr euch freuen. So häufig ist das nicht der Fall, denn wir haben insgesamt weiter viele Wolken vom Atlantik, feuchte und relativ milde Luft. Und weil die Strömung dann am Mittwoch und Donnerstag nochmal auf Südwest dreht, gehen die Temperaturen nochmal ein Stückchen weiter nach oben. Sonne gab es in diesem Februar bisher viel zu wenig. Das ist das, was wir normalerweise in einem Februar an Sonnenschein erwarten. 68 Stunden in Hamburg, 98 in München. Zwei Drittel des Monats sind um und zwei Drittel an Sonne haben wir zumindest im Süden schon erreicht. Im Norden noch viel zu wenig, in Hamburg gerade mal bisher 9 Stunden. Und auch in den kommenden Tagen gibt es nur sehr wenig Sonnenschein. Am Mittwoch gerade mal 2 Stunden, in München immerhin mal 4 Stunden am Mittwoch. Insgesamt allerdings weiterhin viele Wolken und nur wenige Wolkenlücken. In der Nacht auf den Dienstag schon wieder neue Regenfälle von Nordwesten nach Südosten. An den Alpen sinkt die Schneefallgrenze mal kurz auf unter 1000 Meter. Dienstag ziehen dann diese Regenfälle nach Osten ab. Dann gibt es eine trockene Phase mit ein paar Auflockerungen zumindest mal. Später in Schleswig-Holstein wieder ein bisschen Regen und auch am Mittwoch vor allem in Norddeutschland erstmal der Regen. Dann lockert es auf von Schleswig-Holstein bis nach Brandenburg und auch vom Main bis zu den Alpen gibt es dann größere Wolkenlücken und zum Teil Sonnenschein. Und dann kommt ein großes Regenpaket am Donnerstag auf uns zu. Da regnet es sich so richtig ein in weiten Teilen Deutschlands. Und das können dann auch größere Regenmengen sein, vor allem hier im Schwarzwald, im Pfälzerwald, im zurück an die 50 Liter auf den Quadratmeter. Noch kurz zu den Temperaturen. Am Dienstag haben wir Höchstwerte von 7 bis 13 Grad. Am Mittwoch im Süden mit Sonnenunterstützung schon wieder frühlingshafte 15 Grad. Und diese Wärme wird sich noch steigern. Am Donnerstag hier im Südwesten 16 Grad. Und auch in Norddeutschland wird es noch ein bisschen wärmer, denn wir haben einen kräftig auffrischenden Südwestwind, der die milde Luft weiter nach Norden transportiert. Da kann es eventuell dann noch richtig stürmisch werden. Mehr dazu im 7-Tage-Trend.